Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich heute hier aus Bali. Wir sind gerade gelandet und unseren Taxi-Chauffeur haben wir schon gefunden, warten noch auf eine Teilnehmerin. Hier findet das erste Lebensfreude-Göttin-Retreat statt und mit wunderbaren Frauen. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, ich werde jetzt mal unterwegs euch so ein paar Eindrücke einfangen. Ich hoffe, es klappt auch mit dem Hochladen auf dem YouTube-Kanal, damit ich euch so ein bisschen kann hier an diesem wunderschönen Land, an unseren wunderschönen Erfahrungen, die wir hier machen, an den wunderschönen Eindrücken ein bisschen kann teilhaben lassen. Dann sehen wir uns gleich nochmal. In der Zwischenzeit so ein paar Eindrücke von der Fahrt unterwegs bekommen. Wir sind hier ja, in der Finsternis angekommen. Es wird hier ja doch schon viel, viel früher dunkel als bei uns in Deutschland. Deshalb sind draußen jetzt keine Aufnahmen mehr möglich. Aber ich habe euch jetzt hier noch mitgenommen in unsere tolle Villa. Und ja, führe euch jetzt hier einfach mal noch so ein bisschen rund. Das hier ist also nicht etwa das Bett, sondern das ist das, was wir in Deutschland Couch nennen würden. Oder Sofa. Ja, das ist einfach so ein Bereich mit ganz vielen Kissen, ganz gemütlich, wo man ja, einfach auch die Seele baut. Das ist die Terrasse, das zeige ich euch morgen früh. Und ich zeige euch jetzt einfach immer noch dieses wunderbare Apartment, wie mal diese Villa, die wir hier haben. Ich schalte dazu einfach mal jetzt die Kamera um. Das ist eine kleine Küche. Zwei Bäder, ein Bad ist zurzeit auf den Bad gesetzt und das hier ist das zweite Bad, ganz liebevoll alles dekoriert. Das waren dann so die ersten Eindrücke hier von Bali, von unserer tollen Villa hier. Es ist wirklich alles so, so liebevoll eingerichtet. Ich habe eben erfahren, dass sogar die Seife, also das Duschgel im Bad, zu 100% ökologisch abbaubar ist. Also auch an solche Dinge hat man hier gedacht. Das finde ich natürlich fantastisch. Und ja, dann würde ich sagen, für heute war es das. Morgen gibt es dann weitere Bilder von unserer schönen Terrasse draußen, von unserer Hängematte. Und vom Meer, das höre ich jetzt aus der Ferne einfach nur rauschen. Ein Gecko sagt mir hier die ganze Zeit schon Hallo. Ich habe schon versucht, ihn zu orten, wo er hockt. Aber ich finde ihn nicht, sonst hätte ich den noch schnell vor die Kamera geholt. Aber das will er wahrscheinlich nicht. Ich denke, morgen bei Tageslicht werde ich ihn entdecken. Ich drücke euch ganz herzlich und danke für euer Dabeisein, für euer Interesse. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war die Irmgard.